herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Da vorne sind sie. Gib Gas. Weiß jetzt nur nicht. Ich habe gesagt, es sollen noch jemanden mitbringen, damit die wieder wegkommen von hier. Naja. Aber wenn sie nicht hören, sind sie eigentlich so gesehen selber schuld, ne? Ich weiß jetzt nicht, auf was die sich verlassen haben. Auf jeden Fall der Jürgen. Glaube ich. Oder der Björn oder der Patrick. Ja. Danke dir. Gerne da. Tschö. Tschö. Moin. Servus. Kannst den Raten abzahlen, können wir auch mit den Paletten verrechnen, ne? Und mit den Kartons. Da brauchen wir eine Menge von. Ja, gucken wir mal. Machen wir. Was haben wir für eine Rate? Überweis so, wie es dir passt. Achso, also abstottern. Ja. Okay. Einfach. Ich würde einfach jetzt mal, damit es schon, damit es nicht heißt hier, ja, der macht sowieso nichts, überweise ich euch gerade mal 50.000 als Anzahlung. Jo. Was haben wir gesagt insgesamt? 194.000 für den Drescher und 38.000 fürs Schneidwerk. 194. 194 38 macht 2132 232.000 und 50 habe ich schon bezahlt. Da ist noch 182. Okay. Jetzt muss ich gerade meinen Zettel rausgraben. Ist wohl nicht geputzt, ne? Siehst du ja. Ja, ist ein Arbeitsgerät, ne? Ja, und der Sprit ist nur halb voll. Also der Tank. Service? Weiß ich gerade gar nicht. Alter! Den kannst du gleich wieder mitnehmen. Was soll ich mit dem Schneidwerk noch anfangen? Ah, Moment, da ist ein technischer Fehler drin. Das kann ich hier kurz auslesen. Na, den hoffe ich aber mal hier. Gehen wir hin. Ich meine, muss nach dem Service das aufs Steuergerät zurücksetzen, ne? Ja, ja, sorry. Ja, jetzt sieht's besser aus. Okay. Viel Spaß damit, ne? Jo, danke dir. Jo, tschüssi. Tschö. Ja, der läuft jetzt, oder wie? Okay. Gut, dann, auf geht's mit unserem eigenen Drescher. Ha, ist er. Fast wie Weihnachten, ne? So. Gut, dann ernten wir mal unseren ersten Drusch mit dem eigenen Drescher. So, ja. Machen wir den ersten Drusch so rum. Perfekt. Also, warte mal, ich wollte noch den Neumann einen Auftrag geben. Leon! Ja Mensch, es gibt genügend zu tun. Hallo, hier ist der Neumann. Leon! Jupp, ich bin's. Jo, was gibt's? Ich hätte einen Auftrag für euch. Was? Ein Pflanzenschutz 109. Ich besitze kein LU-Unternehmen mehr. Hä? Hatte ich aber auch letzte Woche schon gesagt. Und hä?
Ja, und ich brauche aber eine LU. Ja, Mensch. Bei mir hat es nicht rentiert. Ja, was heißt rentiert hier? Kannst du nicht einfach deinen Laden zumachen? Und wer macht mir jetzt Pflanzenschutz? Weiß nicht. Ja, siehst du, guckst du nur nach dir, ey. Was ein Egoist. Wenn sich das Geschäft nicht stemmt, dann... Ach komm, musst du halt querfinanzieren. Landhandel bisschen, Landhändler bisschen verdienen. Ja, aber den ganzen Zeug produzierst du trotzdem noch, oder was? Ja, ja. Nur LU machst du nicht mehr. Aber wir können vielleicht eine Ausnahme machen. Wie wär's ja, damit? Oder du schickst halt jemanden, der dir das macht und ich bezahle dich als Freundschaftsdienst irgendwie. Muss ja kein offizielles LU sein. Ja, können wir auch machen. Also, es geht ja bei mir halt, also Pflanzenschutz kann ich halt selber nicht machen. Das wäre das Einzigste, was ich sonst immer noch zu tun hätte. Aber nee. Du, wenn ihr einfach mir so jemanden... Was ist denn jetzt los? Hä? Wenn ihr mir so einfach jemanden schickst, der kostenlos arbeitet, soll mir auch recht sein. Naja, es wird schon was kosten, aber... Wieso erntet er jetzt hier nicht? Jetzt los. Also es wird schon was kosten, aber ich werde das nicht über LU machen. Hey, warum kann ich denn jetzt nicht mehr ernten? Weiß ich nicht. Leon! Hä? Bin ich noch da? Ja. Hörst du mich? Ja. Ah, so kann ich hier nicht mehr ernten. Ja, du guckst halt mal, ne? Wie wir das hinkriegen. Jo. Der erntet nicht mehr, hä? Komisch. Ja, ich guck mal. Ja. Hast du sonst noch was? Nee, passt. So. Danke dir. Tschö. Nur da eigentlich. Hallo? Jo. Ja. Was hast du mir für einen Scheiß verkauft? Warum? Der trischt nicht mehr. Was weiß ich? Der trischt mit Sicherheit. Nein. Entweder bedienst du falsch oder irgendwas ist mit deinen Augen falsch. Ich konnte jetzt eine halbe Runde fahren und jetzt jetzt funktioniert Schneidwerk nicht mehr. Kann nicht sein. Oh, ist aber so. Warte, ich probiere mal gerade abzukoppeln und ja, guck mal, nicht, dass die Zapfwelle abgerissen ist. Ja, der hört auch nicht mehr auf. Jetzt habe ich ihn komplett ausgemacht. Moment. Jetzt geht er wieder. Da hat irgendwas geklemmt. Was? Oh, vielleicht ist die Zapfwelle nicht richtig drin gewesen oder so. Ja, möglich. Okay, gut. Dann mal. Tschö. Alter. Na, verkaufen die mir einen Scheiß und dann muss er auch einen Grund haben, weshalb sie den loshaben wollten.
Vielleicht muss man jetzt gerade gucken, dass das funktioniert. Jetzt geht's. Gut. Hat er keine Lu mehr, ey. Das hat mich jetzt aber ein bisschen geschockt. Kann ich keine Aufträge mehr vergeben. Der ist halt das, wenn der natürlich nur sagt, oh, ich muss von den Einnahmen des LUs nur das LU bezahlen, ja klar, das wird nicht funktionieren, er muss querfinanzieren. Der muss halt mit dem Landhandel genauso Geld verdienen und investieren ins LU wie andersrum. Aber dann zu sagen, ja, ich mach den Scheißladen zu, finde ich ein bisschen schade. Ganz ehrlich. Klar, dass ich mir jetzt einen Drescher geholt habe, unterstützt natürlich auch nicht das LU, aber... Ist halt so, ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe, ne? Wenn ich immer nur Geld ausgebe für einen Drescher oder sonst was, dann ist es halt auch nicht so vorteilhaft. Verrechnen mit Paletten, hat der Jürgen gesagt. Den Drescher. Nee, nee, mein Freund. Den bezahle ich lieber aus eigener Tasche, ohne Verrechnung. Finde ich besser. Weil, wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich ein bisschen den Daumen auf die Paletten setze. So viele Paletten verkaufen. Erstmal einen Vorrat anlegen. Könnte eventuell ganz sinnvoll sein. Und ihr wisst ja, die Nachfrage regelt den Preis. Ein bisschen den Daumen drauf halten. Ein bisschen den Daumen drauf halten.
Und dann gucken, wohin der Preis steigt. Oder was ich mir auch überlegt habe, ist zu sagen, wir machen mal eine Versteigerung von Paletten. Das wäre vielleicht auch interessant. So, aber der Drescher läuft erstmal gut. Mal gucken, ob wir das vor der Nacht noch geregelt bekommen hier. Aber ich glaube es fast nicht, dass ich es komplett geerntet bekomme. Für heute war es das aber mal wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.